Hallo Leute, seid gegrüßt, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Für das heutige Orchideenporträt habe ich eine sehr interessante Orchidee aus Südostasien für euch dabei, nämlich Dendrobium griffetianum. Und da ist sie auch schon, meine Orchidee des Tages. Ich halte sie mal kurz in die Kamera für euch. Knallgelbe Blüten mit einer orangefarbenen Lippe, die auch noch sehr interessante Strukturen aufweist. Das schauen wir uns dann am Ende des Videos in den Nahaufnahmen ganz genau an. Zunächst einmal ein paar Daten und Fakten zu Dendrobium griffetianum. Diese Pflanze kommt in ihren Heimatgebieten in Thailand, Myanmar und Indien in einer Höhenlage von etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel vor. Und somit würde man eigentlich sagen, es ist eine warm wachsende Orchidee, mag also keine Temperaturen unter 18 Grad. Aber ich habe festgestellt, dass diese Pflanze temperaturtolerant ist, wächst wirklich sehr gut. Ich möchte fast sagen, wächst wie Unkraut. Allein im letzten Jahr hat sie vier oder fünf Pseudobulben produziert. Und ich glaube, es waren 4 Pseudobulben hat sie produziert. Und sie ist, wie gesagt, temperaturtolerant, denn ich bin ja hier in Guatemala auf 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, 1000 Meter oberhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets dieser Pflanze. Und dementsprechend muss sie auch im Januar, Februar in den Morgenstunden auch mal 8 Grad hier vertragen. Das hat sie immer mitgemacht, ohne Probleme. Weder Blattflecken hat sie bekommen, noch irgendwelche anderen Probleme, die irgendwie mit der Temperatur zusammenhängen. Also sie scheint wirklich temperaturtolerant zu sein. Es sind natürlich keine Pflanzen, die dann im Winter bei 5 Grad über mehrere Tage überleben. Ja, also wenn ich sage 8, 9 Grad, dann heißt das für wenige Stunden und dann tagsüber geht die Temperatur wieder hoch auf 20 Grad. Und das ist halt auch, was das natürliche Habitat von solchen Orchideen in der Regel hergibt. Das sind dann Pflanzen, die kommen aus Höhenlagen. Und da wird es dann tagsüber, auch im Winter, immer relativ angenehm warm. Und nachts kann es dann halt, je nachdem wie hoch die Höhenlage ist, kann es dann auch mal empfindlich kalt werden. Und 500 Meter über Meeresspiegel in Thailand sollte eigentlich warm sein, das ganze Jahr über. Aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pflanze relativ temperaturtolerant ist. Ja, das nur zur Anmerkung. Dementsprechend ist es auch eine super Orchidee für den Sommeraufenthalt im Garten. Denn Dendrobium griffetianum liebt Feuchtigkeit. Ja, in der Wachstumsphase, dann brauchen die richtig Wasser, die saufen, ja, so wie Kölogyne. Sie sind extrem wasserbedürftig, wenn die Triebe produziert werden, und das mögen die richtig. Und im Garten habt ihr ja nicht nur hohe Luftfeuchtigkeit, sondern das ganze Ambiente, auch das Licht ist einfach viel besser, oder ich sag mal so, entspricht dem natürlichen Habitat einfach viel mehr als jetzt auf der Fensterbank. Ja, aber trotzdem kann man solche Pflanzen auf der Fensterbank problemlos kultivieren. Im Sommerhalbjahr im Garten oder im Gewächshaus ist es natürlich dann ideal, aber auch auf der Fensterbank kann man solche Pflanzen gut kultivieren. Es gibt ja gerade bei solchen seltenen Orchideen kleine Hilfsmittel. Ja, also früher gab es ja sowas, ja, Bücher. Heutzutage im Internet gibt es ja sowas nicht mehr. Ja, das ist ein richtig dicker Schinken. Orchid Species Culture, Dendrobium. Das heißt, dieses ganze Buch, sind etwa 800 Seiten, da geht es nur um die Gattung Dendrobium. Ja? Dendrobium. Und früher war das eigentlich so die einzige Quelle, um irgendwas über die Orchideen, über das Klima, wo sie wachsen, über die Heimatgebiete und über die Ansprüche zu erfahren. Heutzutage im Internet kann man relativ schnell herausfinden, wo kommt die Pflanze her, welcher Höhenlage, vielleicht noch so Niederschlagswerte, dass man das noch aus dem Internet rausholen kann. Und das ist eigentlich schon alles. Da aufgrund dieser Werte kann man schon sich ein gutes Bild machen, wie so eine Pflanze kultiviert werden möchte. Und früher gab es halt sowas. Und das ist natürlich was für absolut Pflanzenbekloppte. Ja? Also man muss wirklich absolut durchgeknallt sein, um sich sowas hier reinzuziehen. Das Buch ist komplett auf Englisch. Also ich kann euch mal zeigen. Es ist im Prinzip reines Fachbuch. Und das Schaf zieht hier. Da geht es nur um Tabellen, stichpunktartig. Also es ist wirklich geballtes Wissen. Und hier findet man auch Dendrobium griffetianum. Mal gucken, wo habe ich es? Seite 299, Dendrobium griffetianum. Und
Hier, ich zeige euch das mal. Hier haben wir jetzt die Griffe Tianum. Wo? Hier. Und dann sehen wir hier gleich so eine Tabelle. Da wird nämlich dargestellt, zum Beispiel das Klima, die Luftfeuchtigkeit, die Temperaturen, Wasser, also die Niederschlagsmengen in den Heimatgebieten. Zum Beispiel für Griffithianum steht hier, Sommer-Tagesdurchschnittstemperaturen sind etwa 30, 32 Grad und nachts etwa 22 Grad. Ja? Und das ist auch, was ich so sagen würde für eine Orchidee, die auf 500 Meter über dem Meeresspiegel wächst. Hier steht auch drin, dass die Pflanze, irgendwo habe ich es gesehen, irgendwo, dass sie auch auf 500 Meter wachsen soll. Aber ich lese mal weiter. Im Frühjahr ist es anscheinend in diesen Regionen am wärmsten und da kann es sogar 34 und bis 36 Grad tagsüber werden und nachts auch ja, 22 Grad. Und das ist natürlich hier ähnlich wie in Guatemala, weil auch da, laut diesem Buch, fängt die Regenzeit im Frühjahr an, also im Spätfrühjahr, hier ja auch, jetzt im Mai geht jetzt demnächst die Regenzeit los. Und wenn die Regenzeit einsetzt, dann wird es schlagartig kühler, weil dann der Himmel bewölkt ist, sehr viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre ist und das drückt die Temperatur runter, vor allem wenn ihr in Bergen seid. Ja? Und hier sagen sie ja auch, die wärmste Jahreszeit ist der Frühling, das ist hier auch der Fall in Guatemala, also hier März, April, da wird es richtig kochend heiß, ja, und im Mai auch noch, manchmal geht ja die Regenzeit später los, wenn sie erst so Mitte, Ende Mai losgeht, dann ist natürlich Anfang Mai noch richtig brütend heiß, wenn sie, wie dieses Jahr, ein bisschen eher losgeht, wir hatten jetzt schon zweimal Regenfälle, also wir sind ein bisschen früh dran, zwei Wochen, wir hatten schon Regenfälle und dadurch ist jetzt auch schlagartig kühler geworden, aber normalerweise hier April, März ist es richtig, richtig warm und das scheint auch hier in Thailand der Fall zu sein. Und das sind so Sachen für die, die es interessiert, die können sich ja gerne mal sowas zulegen. Gibt es auch für andere Kakteen, andere Orchideengattungen. Und wie gesagt, dieser Schinken, 800 Seiten, nur über die Gattung Dendrobium. Ja. Aber wie gesagt, das ist nur für Bekloppte, ja. Also so Leute wie mich. Also heutzutage ist es eigentlich so, im Internet findet man alle Informationen. Also früher habe ich hier sehr oft drin geblättert, aber mittlerweile im Internet kriege ich alle Informationen, die ich brauche. Und wenn man halt das viele, viele Jahre macht, was ja bei mir der Fall ist, dann kriegt man auch im Kopf so eine gewisse, ja, Landkarte, wo kommen die jeweiligen Orchideen her. Man spezialisiert sich ja auch, ja. Also ich bin ja zum Beispiel spezialisiert auf Cattleyas und Laelias vor allem. Ja, ich mag aber auch sehr Parphios, Parphipedilum, die ja auch aus Südostasien kommen. Ich mag auch einige Dendrobium-Arten, die ja auch aus der Ecke kommen. Und mit der Zeit kennt man seine Kadetten und man weiß auch ungefähr, wie das Klima vor Ort ist. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel 5, 6, 7 Pflanzen aus Borneo kultiviert, dann weiß man irgendwann, ja, wie ist das Klima in Borneo und was mögen die. Und dann wird dann irgendwann mit der Zeit sowas auch überflüssig. Und heutzutage ist es ja einfach so einfach. Ihr gebt den Namen auf Google ein, Wikipedia, und dann kriegt ihr schon so wertvolle Daten wie zum Beispiel Höhenlage. Ja, kommt sie jetzt in den Bergen vor oder kommt sie in irgendwelchen Regionen vor, wo spezielles Klima vorherrscht? Oftmals gibt es auch Klimadiagramme. Wenn ihr keine Klimadiagramme findet, dann gebt einfach eine Stadt ein, die in der Nähe vorkommt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Thailand, ja, Norden Thailand, da kommt ja die Pflanze auch vor, dann gebt einfach mal Chiang Mai ein, ja, ist ja die größte Stadt da im Norden Thailands, und dann guckt ihr euch an, wie ist das Klima in Chiang Mai auf Wikipedia, da gibt es dann zu größeren Städten und Chiang Mai ist groß genug, da gibt es dann auch Klimadiagramme und dann könnt ihr auch genau gucken, wann ist denn die Regenzeit in dieser Region, wo die Pflanze wächst, wann ist die Trockenzeit, wann sind die wärmsten Monate, und da kann man sehr, sehr viel ablesen. Ja? Und diese Pflanze, und das hat sie gemeinsam mit anderen Dendrobium-Arten aus dieser Gruppe, wie zum Beispiel Dendrobium thyrsiflorum, Dendrobium chrysotoxum, Lindley, Amable. Also diese Ecke, also diese Art von Dendrobien, und die haben eines gemeinsam, dass die den Ruf haben, ähnlich wie die Steinlaelien, extrem blühfaul zu sein, also sehr schüchtern in der Blüte, und das hängt damit zusammen, dass diese Art von Dendrobium, die wachsen halt in ihren Heimatgebieten, in Wäldern, die in der Regenzeit belaubt sind, da ist es relativ ja, ich sag mal dunkel, weil halt ein sehr dickes Laubdach auf diesen
also die Pflanzen beschattet. Und in den Wintermonaten, da in der Trockenzeit, da ist es so trocken, dass die Bäume ihr ganzes Laub verlieren. Und dann kriegen diese Pflanzen im Norden Thailands, Myanmar und so, da kriegen die die brutale Sonne ab. Über 4-5 Monate werden richtig gegrillt, ja. Und es ist so, dass diese Pflanzen das brauchen für die Blüte im Frühjahr. Das heißt, diese Pflanzen wie Griffithianum, Thyrsiflorum, Amabile, ich gerade aufgezählt habe, Lindley und so weiter, ja, Chrysotoxum, die, um wirklich blühen zu können, brauchen die drei Sachen im Winter. Es muss sehr, sehr, sehr hell sein, also wenn es geht, Südfenster, am besten noch Zusatzbeleuchtung. Es muss sehr kühl sein, also die mögen es im Winter richtig kühl, ja. Also die sollte man bei 15 Grad überwintern. Und es muss trocken sein, die brauchen richtig Trockenstress, ja. Weil die Trockenzeit in Thailand ist auch sehr lang, vor allem im Norden Thailands, der sehr, ich sag mal, bergig ist. Das heißt, das ist eine lange Trockenzeit, so wie auch hier in Guatemala. Das heißt, die brauchen einfach diese drei Faktoren. Die müsst ihr wirklich ein bisschen quälen, ja. Also es wird vielleicht einige geben, die dann Probleme haben, weil sie es das der Pflanze nicht antun wollen. Aber wenn ihr das nicht macht, dann werden diese Pflanzen wirklich spärlich blühen oder vielleicht sogar gar nicht blühen. Die wollen es wirklich im Winter knochentrocken, kühl und sehr sonnig haben. Und wenn ihr das denen gebt, dann blühen sie also wirklich atemberaubend. Dann drückt jede Pseudobulbe einen Blütenstand raus. Auch die alten Pseudobulben blühen dann, ja. Und das ist eigentlich das Geheimnis bei diesen Dendrobium-Arten, wie zum Beispiel Griffithianum. Die brauchen einfach diese speziellen Winterbedürfnisse, also Winterbedingungen, und dann kommt da eine sehr reiche Blüte, ja. Ansonsten im Sommer ist halt das Wachstum, das heißt, im Sommer müsst ihr die Pflanzen schön feucht halten. Die, also der, ihr merkt, der Nachbarhund, der gibt mir recht. Also im Sommer müssen sie sehr feucht sein, damit sie schön viele Pseudobulben produzieren, die auch groß und dick werden. Denn nur wenn ihr im Sommer große Pseudobulben produziert, dann im Winter kühl, trocken und sehr sonnig, dann habt ihr eine richtig schöne, schöne Blüte, ja. Und wenn sie so viele Pseudobulben produzieren im Sommer, dann brauchen sie auch Dünger. Also denen kann man locker 1,5 Gramm Volldünger pro Liter Wasser geben, einmal die Woche. Und das mögen die auch in der Wachstumsphase. Und dann im Herbst räumt ihr sie einfach ins kühle Schlafzimmer, Südseite oder halt in den Hausflur. Also es muss halt kühl, hell und trocken sein, ja. Wenn es vielleicht eher ein dunkles Fenster ist, Nordfenster, dann solltet ihr auf jeden Fall LED-Zusatzbelichtung machen, denn ihr braucht diese drei Faktoren zusammen. Wenn ihr diese drei Faktoren nicht habt, dann werden diese Pflanzen wirklich sehr schüchtern blühen, und dafür sind sie auch bekannt, ja. Aber wenn ihr diese drei Faktoren einhaltet, dann blühen sie überschwänglich, das kann man schon so sagen, ja. Was habe ich noch vergessen zur Pflege von Dendrobium, Thyrsiflorum, ich meine Griffithianum. Griffithianum, ja, ist sehr leicht. Also ich würde fast sagen, wächst wie Unkraut. Vor allem, wenn die Pflanzen erstmal eine gewisse Größe erreicht haben, dann bilden sie sehr viele Pseudobulben. Und wie gesagt, umso mehr Pseudobulben, umso mehr Blüten habt ihr dann auch. Und das Tolle ist, dass die alten Pseudobulben auch noch mit Blütenständen mit aushelfen, denn das ist der große Pluspunkt bei Dendrobium. Bei Cattleyas ist das leider nicht der Fall. Ja, die machen bloß eine Blüte pro Pseudobulbe, und die sind halt in der Lage, über viele Jahre an derselben Pseudobulbe mehrfach zu blühen. Und jetzt würde ich sagen, drehe ich die Kamera um und dann schauen wir uns die Blüten mal richtig schön in der Nahaufnahme an. Also, los geht's. Und hier sehen wir jetzt die Blüten von Dendrobium griffithianum in der Nahaufnahme. Die Sonne scheint direkt drauf, deswegen kommen natürlich die Farben besonders knallig und grell jetzt rüber. Hier haben wir jetzt mit drei Blütenständen zu tun. Hier der erste, in der Mitte haben wir noch einen kleineren. Und hier außen links haben wir den dritten Blütenstand. Und wenn ihr genau hinguckt, dann werdet ihr erkennen, dass die Blüten auf der rechten Seite bedeutend kleiner sind, doch noch nicht so dunkel wie die Blüten auf der anderen Seite. Und das hängt damit zusammen, dass diese Blüten hier an diesem Blütenstand schon vor ein paar Tagen aufgegangen sind. Und da haben sich die Blüten schon gestreckt. Hier haben wir es mit Blüten zu tun, die ca. 5 cm breit sind und etwa 3 cm in der Höhe. Und auch die Lippe ist nachgedunkelt. Ich hoffe, man kann das erkennen auf der Kamera, da die Sonne direkt drauf scheint, vielleicht nicht so einfach zu sehen. Die Blüten sind dunkler, also sie sind
in natura deutlich orange und die Sepalen und Petalen, also die Blüten, die anderen Blütenblätter, sind knallgelb. Und besonders schön an dieser Orchidee ist ja die Tatsache, dass die Blüten strukturiert sind. Könnt ihr sehen, dass da die ganze Lippe übersät ist mit diesen kleinen Härchen oder Ausstülpungen. Schaut wirklich sehr interessant aus. Und auch bei den frisch geöffneten Blüten, also diese Blüten hier haben gestern Nachmittag angefangen sich zu öffnen, da kann man auch diese Ausstülpungen erkennen, aber noch nicht so dramatisch wie bei den älteren Blüten. Und diese Blüte braucht etwa 2 bis 3 Tage noch und dann ist sie auch genauso groß wie die anderen beiden, also wie die Blüte, die ich euch gerade gezeigt habe. Wenn die so frisch öffnen, sind sie etwa 3 cm im Durchmesser und 2 cm in der Höhe. Und die Lippe hat den gleichen Farbton wie auch die Sepalen und Petalen, nämlich ein, ich würde sagen, knallgelb, ein Löwenzahngelb. Und wie gesagt, 2 bis 3 Tage, dann sind die Blüten genauso groß wie diese hier. Ich versuche die Blüten so ruhig wie möglich zu halten, ist natürlich nicht so einfach. Die wackeln ein bisschen. Besonders schön an dieser Griffithianum ist auch die Tatsache, dass die richtig toll und lecker duften. Allerdings ist das Parfüm nicht so potent wie bei einer Cattleya. Das heißt, ihr müsst mit der Nase relativ nah rangehen. Aber das Parfüm ist sehr lieblich, angenehm, sehr floral. Also eine tolle Duftorchidee. Und der große Pluspunkt von dieser Pflanze ist ja ihre Vielblütigkeit. Ihr seht es ja hier. Hier ein Blütenstand trägt knapp 20 Blüten und die Pflanze ist in der Lage, mehrere Blütenstände gleichzeitig zu tragen. Meine Pflanze hatte 4 Blütenstände, einen habe ich schon abgeschnitten. Kann ich euch kurz zeigen. Diese Pseudobulbe hatte den Blütenstand, weil der ist schon ein paar Tage eher aufgegangen, ich glaube eine Woche, und deswegen waren die schon verblüht, dann habe ich sie abgeschnitten. Aber gerade alte Pflanzen, die in der Lage sind, auch 5, 6, 7 Blütenstände auf einmal zu produzieren, bieten natürlich eine wahre Show. Allerdings ist diese Show zeitlich begrenzt, da diese Pflanze leider keine lange Lebensdauer hat. Also die Blüten haben keine lange Lebensdauer. Etwa eine Woche bis maximal 10 Tage, dann ist der Zauber vorbei. Aber in diesen 10 Tagen oder in dieser Woche, da habt ihr wirklich eine Pflanze, die ein sagenhaftes Display, ein Blütendisplay bietet und eine wahre Show hier fabriziert. Und auch die Pseudobulben sind sehr interessant. Ihr seht es ja hier, die sind vierkantig. Ich kann euch mal von der anderen Seite zeigen. Hier unten sind die wirklich sehr filigran und dünn. Ja? Man möchte fast meinen, dass die abbrechen und dann haben wir da oben so eine dicke Keule drauf und hier haben wir 4 Kanten, also wenn ihr diese Pseudobulbe durchschneiden würdet und von oben drauf guckt, dann schaut das aus wie ein Quadrat und wie gesagt unten sehr filigran und die Pflanzen sind dementsprechend auch im nicht blühenden Zustand, schauen die lustig aus und interessant. Typischerweise haben sie 2 Blätter pro Pseudobulbe, manchmal auch 3 oder mehr, aber normalerweise 2 Blätter pro Pseudobulbe und 20 oder knapp 20 Blüten pro Blütenstand. Ja, ich hoffe, dieses Video über Dendrobium griffithianum hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Carsten Tschüssikowski.